Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer 2. Und wir stehen hier vor Sartosa. Ich habe mal die Karte so schön gedreht, weil ich dachte, das ist eine schöne Einleitung. Ja, aber vorher, bevor wir Sartosa angreifen, und das wollte ich, glaube ich, machen nächste Runde, beenden wir mal diese. Oh nein, den habe ich vergessen zu bewegen. Nein, jetzt steht er mitten im Verschleiß. Verdammt. Und was machst du so? Hauptsache, der macht die Schneckensverbreitung. Alles klar. Die Akademie der Pyrotechnik. Ist die dort, wo ich denke, dass sie ist? Das ist eine lustige Armee. Bin ich schon ein paar Mal begegnet. Die Akademie der Pyrotechnik besteht tatsächlich, es ist eine menschliche Armee, besteht aus Artillerie. So aus Raketenbatterien, aus Dampfpanzern. Das ist schon fast so ein James Needle. Aber gut, es ist nur so eine halbe Armee. Alter, hat das wehgetan. Ja, sag mal, geht's euch eigentlich noch gut? Himmel, was ist denn das für ein Verschleiß gewesen? So, da haben wir unseren Zauberer. Du kriegst den Hüter der Leere, komm. Ja, komm. Ja, komm. Was haben wir denn da? Das ist doch garantiert ein Skaven. Skavelein, Skavelein an der Wand. Oh. Kuss, wenn. Wer wollte nicht schon immer mal den Tomb King küssen? Wisst ihr was? Einer von den Armeen hier. Der mit den Ushabti. Oh ja, stimmt, der bildet gerade noch die aus. Aber der kann mal Setra unterstützen. Weil Setra alleine jetzt da. Hier wirklich zwei. Ich fühle mich hier nicht so ganz sicher, muss ich sagen. Meile hin. Ist er gerade am LoL spielen wahrscheinlich, ey. So. Ja. Ja, wenn ich die Kommandant schon auf Kampf mache, dann würde ich dir noch gerne die Rüstung geben. Das ist die totale Berserker auf dem Schlachtfeld werden einfach. Ja, Setra. Was mache ich nur mit dir, mein Freund? Eigentlich würde ich mit Setra, weil hier unser schönes Tequila wird ja eigentlich, vor allem jetzt noch mit dem nächsten Upgrade, mehr als genug Garnison haben, um auszuhalten. Da könnte ich dann nach hinten gehen und den mal wegmachen. Den Teppich da. Aus dem mache ich einen Teppich. Ja, Setra ist okay. Ich meine, ja. Sartosa, es tut mir wirklich leid. Andererseits, kommt, warum jetzt unbedingt? Ich kann dir noch ein bisschen ausbeuten, ne? Das hatte ich ja schon mal gesehen. Guck mal, was wir an Geld bekommen. Wir bekommen jetzt 1400 pro Runde. Und haben das Handelsabkommen noch. Ich beute jetzt einfach so lange aus, bis die das Handelsabkommen beenden, weil ich krieg fast 1000 durchs Handelsabkommen und nochmal 1400 da. Das ist gerade eine unglaubliche Geldquelle. Die lasse ich jetzt einfach ein bisschen und zapf die noch ein bisschen an. Wo Zapf ist. König Senseo kann ja mal... Ja, der ist jetzt fertig, ne? Du gehst mir jetzt mal da hoch, aber am besten ohne Schaden zu nehmen. Weißt du was, das geht den Weg. Genau. Habt ihn gehört. Zack. 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 Ja, ihr könnt ja warten, das ist ja kein Problem. Schön weiter plündern. In der dritten Armee ist da bestimmt noch mehr drin. Da können wir es auf über 2000 wahrscheinlich bringen. Oder auf knapp 2000. Ja gut, wahrscheinlich knapp 2000. Vielleicht knapp unter 2000 noch.
denken sich auch so, irgendwas ist hier seltsam. Aber jetzt kriegen sie so langsam Truppen. Wäre natürlich cool, wenn sie mir Krieg erklären und dann sich auch mir stellen würden. Die Lackeien. Die Lackaffen des Chaos. Yeah. So. Du hast ein Level up durchs Plündern. Das ist schön. Was hast du für eine Armee eigentlich? Du hast... Der ist halt sehr gemischt. Der hat doch Kavallerie dabei. Der hat Ushabti dabei. Aber das ist auch wieder ein Kommandant. Der kann, da würde es jetzt nicht schaden zu sagen, okay, da gucken wir wieder, dass wir auf Hammer and Anvil gehen. Da können wir ja auch Kavallerie wieder erhöhen, ne? Ich könnte mir auch hauptsächlich nekanische Reiter geben, weil die mag ich auch sehr, muss ich ja sagen. Stimmt, das könnten wir eigentlich wirklich austauschen. Immortality and power. Land of the dead. Na, so wie es jetzt ist, passt schon. So, jetzt haben wir hier eigentlich das Ding ausgebaut und haben eigentlich eine ordentliche, Garnison, ne? Eigentlich schon. Okay, Setra. Dann gehst du mir mal da hoch und machst lieber das mal weg. Unser Herr Ushabti-Kommandant ist jetzt auch soweit fertig. Der kann ja dann mal rübergehen und da dann unterstützen. Stadt unter Göttern, ja, da würde ich gerne das Verteidigungsgebäude haben. Ja, ausgetrocknet, also ja, noch mehr Wachstum. Dann geht das ziemlich schnell hier, glaube ich. Address me as your Highness. Address me as your Princess. Oh, we go. Find my heart. Onward, soldiers. Obey me. Bin mal gespannt, wen ich hier antreffen werde. Du. Was mache ich mit dir? Du hast schon fast alles, was ich haben will. Gib mir Kanopenkrüge. Danke. Warum habe ich ja... Stimmt. Warum habe ich eigentlich noch einen Zauberer? Ich wollte doch bei Setra... Setra kann ja selbst gut zaubern. Ich wollte den Zauberer doch noch austauschen. Dass mir das jetzt erst kommt, das wollte ich vor 30 Runden machen. Gibt es irgendeine Armee hier gerade unten bei der Front, die keinen Zauberer hat? Ich glaube, die haben alle einen, ne? Die haben alle einen Zauberer. Na, dann würde ich sagen, kriegt eine von den Armeen da oben die Ehre. Die haben wir auch nochmal, einen Priester des Todes, dann können wir einen von denen da eingeben. Wieder dir. Na, der hat einen. Der hat keinen. König Setep beispielsweise eingeben, weil da hat er sonst überhaupt gar keine Helden dabei. Irgendeinen hätte ich schon gern jetzt drin. Ja. Aber gut, das machen wir später. Sobald wir unten fertig sind, gehe ich dann eh nach oben, weil bevor ich den jetzt ewig da hochschicke, den einzelnen Priester. Der war's. Das war ja... Doch, können wir. Nice. Holen wir uns die eine Lade noch. Wir sind eingeladen. Wir könnten uns auch die... Haben wir echt diese legendäre Wache? Mal sehen. Die könnten wir eigentlich... Nehmen wir... Warum habe ich 5 Runden Zeit, dass ich die benutze? Darf ich da etwa mehr von denen holen? Nee, ich hab die maximale Anzahl schon rekrutiert. Okay, das hat mich jetzt gerade gewundert. Hä? Aber was das angeht, wundert es mich gerade tatsächlich, dass ich... Dass die anderen Krieger da nicht angezeigt werden. Seltsam. Ja, du kannst dich auch auf den Weg machen. Wie gesagt, ich nehme den etwas sichereren Weg als über das Riff.
Obwohl, komm, du gehst übers Riff. Weil wir nehmen eigentlich auch auf dem Weg Schaden, aber ich glaube, so könnte es, glaube ich, denke ich, trotzdem gehen. Hm. Okay. Hier haben wir noch zu warten. Hier sind wir auch weit fertig. Gut, dann habe ich, glaube ich, alles soweit. Ja, ihr könnt natürlich immer noch warten. Ist okay. Druckmuffeln. Du kannst auch noch. Alles klar. Gut, unsere Nekrotekten werden mittlerweile auch ziemlich gut. Einkommen stärken im Gebiet, das ist natürlich auch was echt Nices, aber mit meinen Nekrotekten bin ich sehr häufig außerhalb unterwegs. Aber ja, gut, machen wir das mal. Trotzdem, das ist ja schön passiv die ganze Zeit. Und oftmals sind wir dann trotzdem im eigenen Gebiet unterwegs. Gerne mal. Kann sich schon löhnen. Der Silif. Okay. Na, einfach nur um im Riff zu stehen. Nee, doch nicht. Ja, doch, eigentlich trotzdem um im Riff zu stehen. Okay, das könnte jetzt ein bisschen gefährlich werden. Ich meine, der lässt jetzt die Tempelstraße nicht unbewacht, aber. Wir haben hier ordentlich was. Ich glaube, die Armee soll sich ein bisschen beeilen. Ich würde gerne eine Front abdecken. Oh! Ein Skaven-Aufstand, wie es aussieht. Oder, nee, Moment mal, Interventionsstreitkräfte sind, wenn jemanden... Na, stimmt nicht. Ich vergesse immer wieder die Sache mit den Ritualen. Ich glaube, die haben gerade ein Ritual ausgeführt. Klar, natürlich, das ist auch das Cleverste, was man machen kann. Man steht kurz vor der Vernichtung und macht eben nochmal ein Ritual. Schließlich hat man noch nicht genug Gegner und Probleme. Festung Grobhölle. Das ist, ach du Heil, also das ist eine ordentliche Armee. Sturmratten mit Hellebarten, Sturmratten, solchen Schleuderer, Krieger, dann noch eine Warblitzkanone. Ich kenne mich jetzt nicht ultra mit den Skaven aus, aber ich weiß, was die Elite-Einheiten von denen sind. Und das ist eine richtig ordentliche Armee. Da könnt ihr jetzt tatsächlich das Ding ausräuchern. Es sei denn, er kommt mit seinen Riffläufern hier dann mal irgendwann zurück. Der Tempel hat bestimmt eine... Alter, das könnte eine heftige Schlacht werden, vor allem wenn dann Ausfall macht. Wisst ihr was, ich stelle mich mal da oben auf und warte auf die, ich hab die Verstärkung, weil das sind jetzt fast... Das sind anderthalb Armeen. Und diese Verstärkungsarmee, das ist eine richtig gute noch. Mit dem Teppich lege ich mich lieber erstmal nicht an. Aber so kriegt man sogar mehr Geld als da unten. Hi. War klar, natürlich haben wir Skaven entdeckt. Wer seid ihr? Der mag mich ja äußerst gut. Oh, lulala. Der ist verbündet mit dem Bluthandzirkel, der gesegneten Flucht und den Invasionsstreitkräften. Okay, dann bleibt hier. Von mir aus habt ihr euer eigenes Gebiet. Vielleicht geht das auch irgendwann. Ich bin mal wieder weg. Was ist denn eigentlich mit denen? Dämmerlicht. Wir haben da unten diese tollen Inseln. Is it true that nothing can live in the Hecara? Du kannst ja mal mitkommen und dich überzeugen. Festung der Morgendämmerung. Wer sind denn die jetzt schon wieder? Das ist nochmal eine andere Hochelfen, oder ja? Can I offer assistance? Krieg mit einem solchen Clan. Wir können es ja zumindest mit einem solchen Clan gut stellen. Oh, ist okay. Aber bevor ich denen den Krieg erkläre, wisst ihr was? Dann gehe ich den anderen Weg. Dann gehe ich da tatsächlich außen rum. Gehe so lang. Dann werde ich mit zwei Armeen da gehen und die Inseln hier einnehmen. Und die zwei anderen Armeen kümmern sich um die. Dann machen wir die Hochelfen da im Süden auch noch weg, einfach. Einfach weil wir es können. Dann lasse ich das Handelsabkommen auch wenn es verlockend ist. Erstmal. King of
Aber ja, das ist der Augenblick, an dem ich dann sage, okay, gehen wir da oben lang. Mensch, Meier, wie never tire. Nee, dann... Das Gebäude auszubauen... Ja gut, okay, wir haben genug Geld, dann machen wir es trotzdem mal. Ah, okay, ich dachte jetzt echt, wir machen gut Verluste. Ah, doch, haben wir gemacht. Ein paar Verluste haben wir dann doch getötet. Das ist uncool. Weißt du was, dann mache ich einen kurzen Abstecher darüber. Eine Runde, dann erhole ich mich wieder zumindest mit den Truppen. Ich habe ungern beschädigte Truppen. Man mag es kaum glauben, aber ja, es ist so. Ihr seid fertig fürs Kavum. Geht mal hoch und hilft mir da aus. Du gehörst zur Armee von ihm. Ja gut, um mit den Sphinxen mithalten zu können und so. Komm, du kriegst auch einen Streitwagen. Viel Spaß. Okay. Technologie stehlen. Toll. Ich hoffe, ihr könnt was mit dem Knochenbau anfangen. Oder den Streitwagenverbesserung. Oder wie man effektiv einbalsamiert. Ja klar, natürlich, weißt du. Weil es ja mit dem Schutzbündnis nicht geklappt hat, bei dem wir sogar 1000 angeboten haben, versuchen wir es beim nächsten Mal einfach mit einem militärischen Bündnis ohne weitere Angebote. Wird bestimmt funktionieren. Auch wenn ihr ein unwürdiger Feind seid. Als Verbündeter könnt ihr von Wert sein. Ja, ja, die Dunkelelfen sind immer so charmant beim Verhandeln. Ja, so wie es aussieht, geht die gesegnete Furcht gerade in die Richtung. Vielleicht müssen wir uns gar nicht um die kümmern. Ich meine, wir könnten auch einfach ein fettes Bündnis mit irgendwelchen Dunkelelfenfraktionen machen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die gesegnete Furcht und die anderen Dunkelelfenfraktionen... Ja, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass die sich jetzt nicht untereinander bekämpfen und wir können einfach so eine fette Allianz machen und die Dunkelelfen herrschen über diese Seite und wir über diese. Weil das Schöne ist, wenn ich verbündet mit denen bin, kann ich ja Kriegsziele zuweisen. Dann kann ich schon gucken, dass ich bei denen die Eroberung ein bisschen koordiniere nebenbei. Die werden auch immer mehr beim Teppich da drüben. Aber das wird sich alles ändern, wenn ich mit den Verstärkungen da bin. Der kommt auch gleich mit. Ab geht's. So, du wirst mir hier einmal vorbeigucken bei meinem Gebiet. Da müsstest du ja eigentlich dich regenerieren. Und du schipperst weiter. Müsste eigentlich klappen, oder? Ja, sehr schön. Kannst sogar ein bisschen weiter vor. So. Gucken, wie viel ich da noch so rausgepresst bekomme aus dem Typen. Zehn Säcke Gewürze. So, irgendwas noch zu bauen. Erstmal wohl nicht. Hier könnte man das Wachstum noch ein bisschen beschleunigen. Das ist gar keine so schlechte Idee. So, oh, ich hab die. Und eine Pyramide könnten wir bauen. Die Pyramide des König Khatep. Nochmal Kanopenkrüge. Energiereserve. Da, was wir an Energiereserve insgesamt bekommen mit den Pyramiden und mit allen Upgrades. Ist ja Wahnsinn. Baukasten für alle Gebäude. Oh, und Bauzeit für alle Gebäude, Fraktionen und so weiter. Also alle Regionen und Fraktionen und so weiter. Das ist cool. Mach mal. Ansonsten würde ich hier vielleicht noch ein Gebäude für den Knochenriesen reinpacken. Vielleicht noch Skorpiongebäude. Dann nochmal einen weiteren Hero-Titan oder eine Sphinx oder so. Hammer-Idee. Holzfällerlager. Mach mal.
Pyramide gab es ja keine, ne? Sonst irgendwo. Ui, was haben wir denn hier? Ach, hier waren diese Altare. Alter! Ich muss mich dann doch mal umentscheiden. Und mache jetzt zwei Altare rein. Einmal denn hier den goldenen Turm der Götter. Mehr Einkommen aus allen Gebäuden. Allgemeineinkommen. Das ist ordentlich, das Ding. Und dann denn der Altar des Djaf. Ich kann mich erinnern, habe ich ja schon mal gesehen. Das ist auch nicht schlecht. Gut, Kanopenkrüge. Und Verdorbenheit und dann eine Garnison. Ja, das nutzen wir aus für diese beiden Slots. Das letzte habe ich noch mal nicht angeschaut. Da gibt es nichts Besonderes. Alles klar. Muss ich jetzt doch mal ein bisschen mehr abchecken, weil das habe ich viel zu häufig außen vor gelassen. Das Schöne ist, ich habe hier eine komplette Provinz. Hier ebenso. Nur hier würde ich keine komplette Provinz bekommen. Das Gerippennest, das würde ich vielleicht niederreißen oder so. Ich sehe es jetzt nicht ein, jetzt unbedingt so eine einzelne Siedlung irgendwo rumgammeln zu haben, wenn ich nicht vorhab. Ich meine, die will ich vielleicht noch fertig machen, aber die Skaven sind eine Sache. Komm mal ein bisschen näher ran. Müssen wir ein bisschen provozieren. Jupp. Das sind jetzt ein paar Armeen. Jetzt hat er die Skaven weggedroschen. Das sind sogar mehr geworden. Also waren, seid ihr die Orks oder was? Werdet ihr mehr, ihr kloppt oder was ist da los gerade? Wo kommen diese ganzen Armeen her? Die ganze Zeit wehren die sich nicht. Jetzt haben sie noch ein paar Gebiete übrig und kommen hier mit einer Armee nach der anderen. Jetzt haben die, na gut, ich sollte mich nicht beschweren, dass jetzt mal endlich gegenbeherrscht, aber es ist gerade eklig für das Gebiet, wo gerade nicht wirklich was von mir herrscht. Also wo irgendwas da ist an Truppen. Na, was wollt ihr? Militärisches Bündnis. Totdinge brauchen Hilfe, hier sind wir. Mit wem seid ihr im Krieg? Ach du Scheiße. Ja, genau, mit Nagarond. Klar, natürlich möchte ich... Mit Lothar will ich zu kurz oder lang irgendwie klären. Ihr seid mit so viel im Krieg. Klar möchte ich unbedingt mit euch ein Bündnis haben. Vergesst das, ey. Meine Erinnerung ist messerscharf, genauso wie meine Krallen. Eine Nachricht der Ratte. Was wollt ihr denn jetzt? Klopft den Sand aus eurem Schädel und hört zu. Ihr wisst wirklich alle, wie man charmant verhandelt, ja? Elfischer Schmuck. Hättet ihr Obsidian gehabt, hätte ich vielleicht drüber nachgedacht, aber so... Ja komm, bis ich euch kaputt mache, vergeht eh ein bisschen Zeit. Von daher können wir das Handelsabkommen zumindest noch eine Weile halten. Ich glaube, nach dem Handelsabkommen müssen wir keine 10 Runden warten, um keine Verlässlichkeit einzubüßen, oder? Das wäre total schwachsinnig. Das ist ja was anderes als nicht Angriffspakt. Komm, geben wir dir mehr Möglichkeiten zum Plündern. Weil ansonsten, der ist mir schon sehr, sehr gut ausgestattet gerade. Machen wir noch sowas. Weniger Öffnung. Es ist trotzdem noch ewig hoch, aber egal. Die Maggie zerfleische. Alles klar. Setz das Vorsegel. Noch eine Pyramide, aber die baue ich gerade schon. Passt. Ansonsten machen wir hier vielleicht noch ein Skorpiongebäude rein. Gut, so lange hätte ich gern noch eins. Danke. Ansonsten gehen wir mal darüber. So, Setra braucht Unterstützung. Was haben wir hier? Jede Menge Sauruskrieger mit Schilden.
gehörnte Kroxigore. Und auch hier sind jede Menge Tempelwächter. Hm, auch noch gegen Groß. Meine Shopti-Armee wäre eine gute Möglichkeit. Vielleicht auch wirklich die Artillerie-Armee. Zusammen mit den Artillerie, die Setra hat, können wir die ziemlich zerbomben, bevor sie mir zu nahe kommen. Ich glaube, ich nehme die Artillerie-Armee mit als Unterstützung. Weil die haben mir zu viele Truppen, die meinen Shopti gefährlich werden können. Die Saurus-Krieger vielleicht nicht unbedingt, obwohl wenn die sehr stark sind. Viel mehr Sorgen mache ich mir über die gesamten Tempelwächter. Über die Einheiten mit Fernkampfwaffen, die mit den Wurfsperren, die Reiter, die Kroxigore, das sind alles so Einheiten, da wird das mit den Ushabti ziemlich eklig. Okay, ja, bauen wir ihn noch aus. Verlangt ja auch keiner, Junge. Hör auf, so paranoid zu sein. Hm. Schön. Ah, das ist das Gebäude. Es ist echt schon wieder so viel Zeit vergangen, ja. Ja, komm, dann warte ich die eine Runde noch. Ach ja, stimmt. Küsst Kavum. Die Runden vergehen gerade wie nichts. Eine nach der anderen. Hammer. Moment mal, Habe ich dich nicht runtergeschickt? Seltsam. Da habe ich mir gedacht, habe ich jetzt auch so in zwei Runden beendet? Also bin ich jetzt zwei Runden schon gesprungen oder was? Nee. Wollte ich schon sagen, lass mich bloß in Ruhe. Fürs Kavum soll mal wieder zurück. Du musst erstmal belagern, ne? Ja genau, bleib erstmal da vorne stehen. Und guck die Stadt an, böse. Hätte ich dir auch geraten. Der Admiral Mautikan. Da kommt hier halt ernsthaft schon Nagaron vorbei. Jetzt kommt noch die gesegnete Furcht. Also, die Dunkelelfen sind ja schon am Hallo sagen. Ich bin eigentlich froh, dass ich mich mit denen halbwegs verstehe. Wir sind die dicksten Kumpels. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Nein. Oh, Dinge brauchen Hilfe. Hier sind wir. Nein. Aha, ihr haltet euch viel schlauer als mich. Das wird sich zeigen. Ist okay. Wie gesagt, die Skaven nennen alles einfach immer Dinge. Beziehungsweise im Englischen Things. Die Dead Things, die Toddinge. Also hier die Gruftkönige hier. Das hat alles war auf irgendeine Weise Dinge. Ich weiß gar nicht mehr, wie die jetzt die Orks genannt haben oder sonst irgendwas. Es war einfach immer alles Fings. Ich glaube, die Echsenmenschen waren, glaube ich, die Scaly Fings oder so. Hier von wegen die Schuppendinger oder so. Irgendwie in der Richtung. So, Armee blockieren, ja. Oh, jetzt komme ich nicht mehr richtig ran. So, da sind wir genau rechtzeitig gekommen zum Unterstützen. Oder auch nicht. Ich glaube, ich muss da in den Marsch rein. Warte mal. Seine Armee ist aber auch nicht die allerfrischste gerade. So. Wir können dann mal überlegen, wie wir angreifen. Bis dahin plündern wir einfach. Vielleicht kriege ich ihn auch noch aufs offene Feld rausgezogen oder so. Aber ganz ehrlich, das Geld ist gerade echt verlockend, das wir hier bekommen. Ah, na, hier könnte man das ja auch machen, merke ich gerade. Welche Siedlung ist das? Der Goldene Turm. Na, das ist ja tatsächlich... Okay, das ist natürlich praktisch, wenn wir das Ding volle Kanne hier aufbauen und dann noch das Ding machen, was uns zusätzlich Garnisonen gibt, ne? Hier, dass wir noch eine Necrosphinx dazu bekommen. Das ist dann eine schöne... Das ist dann eine schöne Engstelle, die das alles halten soll. Ja, machen wir mal das erstmal mit dem mit der zusätzlichen Garnison. Nur für den Fall, dass sie hier mal durchmarschieren wollen oder so.
Mithra watches. Ja, was wir hier so schön rumcampen die ganze Zeit, ne? Habe ich das jetzt schon so heftig geplündert, ja? Da muss ich mich mal unterm... Eine Runde verbuddel ich mich da unterm Sand, um mich wieder zu heilen. Desert Tussi. Wie Desert Tussi? Khalid ist doch gar nicht da. Ja. Die Schlangenküste. Klar. Können wir hier noch machen. Auch klar. Und das war's. Oh Mist, jetzt habe ich den einen übersprungen, aber passt schon so. Und dann sind wir mit der Folge auch wieder am Ende. Mal wieder kein Kampf, aber dafür eine Menge Vorbereitung. Das da unten gibt eine heftige Schlacht, gestimmt. Hier oben gibt es auch noch einen schönen, also jetzt haben wir dann schöne Ausgangsposition. Ich möchte viele... Ah, gescheitert, ich würde schon sagen. Ich glaube sogar kritisch, ne? Es sah so aus, als wäre der verschwunden. Boah, was kommt denn da alles raus? Lasst mich doch in Ruhe. Aber ich bin nicht der Einzige mit der Meinung, dass die Belagerungsschlachten ziemlich low und langweilig sind, ne? Ist halt echt so, ich fühle viel lieber Feldschlachten im Spiel. Deswegen, ich weiß nicht, ich versuche immer zu vermeiden, immer Belagerungsschlachten zu machen, weil ich finde die tatsächlich relativ langweilig. Klar kann man den Gegner immer wieder vielleicht ein bisschen zerbomben oder einfach mal anders reinstimmen, aber im Grunde ist es immer das Gleiche. Und da hat man keinen wirklichen taktischen Spielraum, man kann längst nicht alle Einheiten einsetzen, weil die Mauern dazwischen sind. Ja. Nee. Militärischer Zugang. Ja gut, den militärischen Zugang. Klar werden mich dann andere Fraktionen nicht so mögen, dass wir überhaupt ein Abkommen haben. Gute Wahl. Alternativen sind mies schlecht. Aber militärischen Zugang, der kann mir schon helfen, dass ich da mal ordentlich durchkommen darf. Jetzt kommen hier ewig viele Agenten. Alter Falter, lass mich... Ey! Aber gut, die wollen gerade nichts machen, weil wir nicht aktiv im Krieg sind, ne? Sobald sie mir den Krieg erklärt, dann bricht hier eine Sintflut über sie ein. Also Sartosa-Belagerungsschlacht will ich mir auf jeden Fall angucken. Haben wir uns schon mal eine... Ne. Ja gut, okay, eine Belagerung sollte ich vielleicht doch machen, dass wir uns mal die Städte angucken von den Echsenmenschen, weil die haben wir noch nicht gesehen, ne? Aber gut, ich sollte jetzt mal die Folge beenden, wir sind schon wieder am Überziehen. Letztes Mal haben wir schon stark überzogen, jetzt schon wieder, also... Schwer, dass Kane ruft. Essen ist fertig. Aber gut, ich verteile zumindest die Level hier schnell. Setra ist jetzt durch. Bin durch. Was gebe ich dir jetzt eigentlich noch, Junge? Ich glaube ja, ich habe das ja mit den Streitwegen ja voll gemacht. Jetzt kann ich dir eigentlich bloß noch hier oben geben, ne? Ein Elixier einbalsamiert entweder. Ich meine, die Feuerresistenz ist schon cool, wenn ich dem jetzt irgendwie da mal Regeneration geben will. Geschossresistenz ist natürlich auch wichtig, aber machen wir erstmal das. Okay. Du kriegst auch schnell nochmal ein kleines Upgradechen. Ein Upgrade-Frucht. Du kriegst mal auch Geschossresistenz, das kann auch ganz praktisch sein. Okay, aber bevor wir weitermachen, Folge ist jetzt lang genug. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.